Vor dem Graz-Marathon in 10 Tagen bereiten sich hunderte Laufbegeisterte in eigenen Marathongruppen und sogenannten Lauftreffs auf das Ereignis vor. Auch die Kleinsten trainieren übrigens bereits für den Bambini-Lauf. Im Vorjahr haben insgesamt 10.000 Läuferinnen und Läufer am Graz-Marathon teilgenommen. Egal ob Sonne, Regen oder Schneefall, am Donnerstagabend wird im Grazer Augarten gelaufen und das jede Woche. Es ist fix jeden Donnerstag, es ist egal welches Wetter ist, wir sind immer da. Ausfallen tut es, wenn der 24. Dezember Donnerstag ist, dann machen wir es nicht. Das ist erst wieder in 2 Jahren der Fall. Die Lauftreffgruppe ist mittlerweile recht groß, kostenlos und gut organisiert. Manchmal haben sie ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht kommen. Das heißt, ich schreibe aus, ich mache das per E-Mail, ich habe so einen Verteiler oder per WhatsApp-Gruppe. Und deswegen waren wir auch einen großen Erfolg und wir sind ja auch immer eine sehr große Gruppe. Gemeinsam bereiten sich die meisten Teilnehmer auf den Graz-Marathon vor, aber fast jeder verfolgt unterschiedliche Ziele. Eigentlich überleben nur, ja. Nein, ich peile so 1,20, 1,21 an, ja. Ich habe eine Verletzung gehabt beim Sprunggelenk und da geht es natürlich nicht so schnell, so gut. Gell? Und da habe ich schon Ziel, einmal durchzukommen. Dass das Bier nachher schmeckt und ich es gerade halten kann. Ist das ein Ziel, oder? Ist das ein wertvolles Ziel. Und in der Gruppe kann man ein bisschen diesen inneren Schweinehund überwinden, oder gibt es den? Ja, es gibt sehr wohl den inneren Schweinehund, dass man sich überlegt, so aus, ich mag nicht. Aber dann denkt man, oh, den triffst, den rettest mit dem und so. Und dann in der Gruppe ist das spornt an. Die Hobbyläufer fiebern jetzt dem Graz-Marathon in 10 Tagen entgegen. Wer kommendes Jahr mitlaufen will, kann schon heuer mit der Vorbereitung starten.